Hier kann man sich dann sonnen. Ohne Sonne. Genau. Sehr gut. Nochmal der schöne Überblick. Ja, sieht geil aus hier. Da nochmal die Scheune, da der Tempel, da das Stück von der Richtig. Klapperschlange, das End, das Schwanzstückchen, der Creeper, das Bäumchen, Klapper. die Trauerweide, der Spielplatz, den wir getestet haben, der ist Dave sicher. Genau. So. Geil! Gehen wir wieder rein. Eratok Gaming, grüß Sandy. dich, Eratok, herzlich willkommen im Stream. Eratok, Servus. Ich würde sagen, dieses Bild ist mir vorher noch nie aufgefallen. Noch mir schon. Aber auch nach langer Zeit, das kommt Nee. ganz selten mal. Ganz, ganz selten. Ja. Und ich fand das so geil, ich wollte das unbedingt da drüben an die Wand haben, wo das Schaf war. Das Ja. ging nicht. Und dann wollte ich hier das Schaf hinhauen, aber da kam das Bild dann genau die Wand ausgekleidet. Das ist Aber perfekt, ne? scheiß drauf, das ist Hier hier. schön ein Stück vom Nether. Hier, ich glaube, es ist so Wüste oder Nee, ich Schneewüste glaube, das ist irgendwie. eine Schneelandschaft oder Ja. so. Hier vorne jedenfalls Schnee, vielleicht im Hintergrund irgendwie ein paar Berge oder sowas. Ja. Hier so am Strand mit ein bisschen Bambus und hier Moor, Sumpfgebiet. Oh, Schon sehr genau. schönes Bildchen. Und hier haben wir die Toilette. Jay, ich würde dich bitten, kurz die Toilette zu verlassen. Da spannerte. Da bin ich so drauf, hier aber. Mann, ey. Ich hab die Angst, ich würde überleben. Okay, alles klar. Sehr So, schön. spülen natürlich. Genau. Toilettenpapier. Hast den Stein dahinter vergessen, Jaya. Den Stein dahinter. Was habe ich gesagt? Nein, Den Quatsch. Was für Knopf. ein Stein? Knopf. Du musst da noch einen Knopf an die Wand machen. Achso, Ja. jetzt weiß ich Hast du nicht, was Klingelton das dabei? ist. Wenn ja, gib mir mal. So, Das ist Knopf. ehrlich gesagt das erste Haus, das ich innen Zack, einrichte. siehst du? Kleines Warte. Detail, aber fein. Dann hängt die Klorolle dran. Gesagt, das erste Haus mit Inneneinrichtung bei mir. Ja. Ja, irgendwie sind wir alle nicht so ein Fan von Innenrichtung, kann das sein? Nee. Aber das Bad gefällt mir doch schon. Hat sich gut gekackt. Oh. Ach, sehr schön. Freut mich. Hier kann man sich die Hände waschen, während man noch Fernsehen schaut. Ja, es sollte eigentlich ein Spiegel darstellen, aber danke für die Frage. Alles klar. Vielleicht Sehr schön, freut kannst du ja mich. auch so von nach außen gucken, so was da draußen an der Kuppe gerade los ist, während du dir die Hände wäschst hier. Ja, das ist vielleicht so meine Gegenkamerad, Eingangswirt, weil ich auf der Toilette sitze. Ja, genau, richtig. Ja. Oder während du Ey, dir die komm Zähne rein, du putzt. Scheiß. Alles klar. Genau. Gut. Genau. So, das war's dann eigentlich häuschentechnisch schon wieder. Aber sehr, 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 sehr schöne Villa. Ja, du hattest ja rechts oder links gesagt, also links gibt es auch noch was. Genau. Eine Tür, die kaputt ist. Ah, sehr gut. Selbst öffne die Tür. Mann! So, jetzt. Zack. Jetzt. Sehr schön. So, dann gehen Sie mal vor. Oder auch nicht. Ich Oder gehe doch, vor. doch, doch, doch. Ja, hier haben wir einen Gang. Und hier Ein geht's Gang. hinunter. In den Erdkern. Ja, so tief ja nicht. Gut, als Eradoc, ich danke dir. Hat mich auch viel Mühe Ja. gekostet. Siehst du, hatte vorher schon gesagt, habe ich vergessen vorzulesen. Es tut mir leid. Oh, Ich das sieht hoffe cool ja, aus. dass du auch bald eine PS4 besitzt und mich besuchen kommst. In Minecraft. Ja, dann kann er hier eine Banane bauen. Genau. Extra für dich personalisiert ja eine liegende Banane. Ja. Hier kann Fußball spielen, Rocket League. Ja. Ja, mit J.A.D.O.R. Siehst du, wir könnten mal so ein Rocket League Stadion nachbauen in Minecraft. Wäre auch mal eine Idee. So ein ganz großes Weiß mit Ja, Glasumrandung und so. das ist cool. Ja. Ja. Man kann zwar da Das nicht spielen neue darauf, Roboter aber. nachbauen, das neue rauskommt. Ja, genau, das Kolosseum. Das sieht geil aus, Leute. Da kommt bald ein neues Stadion raus. Das Das ist sieht cool. hammermäßig geil aus. Ich kann ja mal Und ich glaube, gucken. ich kenne das hier schon, diesen Raum. Ich glaube, ich war hier schon mal drin. Ich glaube, hier hast du doch abgebaut, richtig? Damals? Auf jeden Fall, sagt Eratok. Oh, ja, hier sind deine Strip-Mine-Gänge. Also die Streetman-Ränge hier sind wir vorhin rausgekommen mit dem Und hier hast du deine ganzen Steine für die Kuppel abgebaut, wahrscheinlich, und die ganze Kohle Richtig, besorgt und genau. alles. Da, damals ging das noch in die andere Richtung. Dann habe ich das verkleidet und na, geradeaus ging es auch weiter. Ja, wollte doch sagen, hier war ich doch Daher. schon mal.
Das sieht jetzt alles Genau, ganz anders genau. aus. Hier war noch alles nur so ausgegraben, aber hier war nichts verkleidet. Klosto war nicht da, das war alles noch ziemlich rustikal hier. Und jetzt sieht man Genau. hier, hat er hier seine Farm. Hier ist dann der Überlebenskeller. Überlebensbunker! Falls Genau, seine Kuppel leider. gesprengt wird. Ich habe keine einzige Melone gefunden mit diesem fucking Level-Map-Design. Das ist ärgerlich. Ja, die findet man ja meistens nur in Minen, verlassene Minen. Richtig. Das ist aber Richtig. auch ziemlich selten, dass die denn da in den Truhen sind. Genau. Eine Mine Ja. hatte ich gefunden, leider keine Melone, aber Platz habe ich ja. Ja. Der Mojo, war hier jemand auf der Gamescom, fragt er. Nee. Mojo, wir müssen uns anmelden nächstes Jahr, wir brauchen Schlafplätze, wir kommen dann zu Ja, richtig. Nächste Gamescom. Woche müssen alle da treffen. Genau. Dann machen wir uns T-Shirts, da steht dann der PSN-Name drauf, damit wir uns alle erkennen. Genau. Also Mojo, organisieren uns schon mal Plätze. Ja, du musst doch ziehen, wenn du zu wenig Platz hast. Aber hier auch sehr schön mit der Lava und mit den Nether-Ziegel-Zäunen. Innen, genau. Ja, hübsch, hübsch. Schöne Da unterirdische auch wieder Überlebensbasis. Tonnen an Glowstone verbraten. Ja. Wie gehabt. Nice. Ich bin ja so verrückt. Nice Scheiße. Hier hatte ich am Anfang damals meine Tiere auf der Grünfläche. Ja. Sind dann zwar auch wieder alle Schafe verschwunden, wie immer, aber naja. Hast du das Gras hier runterwachsen lassen oder hast du eine Behutsamkeitshacke gehabt oder so? Ich hatte eine Behutsamkeit hatte ich mir dann geholt mit Ach einem so. Block. Und dann halt hier runtergeschleppt. Eratoch sagt, gute Idee, Dave, mit der Gamescom und der Mojo sagt es bei mir um die Ecke. Hier war Chaos. Also Mojo, wie viele Plätze hast du frei? Zu wie viel Mann können wir bei dir aufkreuzen nächstes Jahr? Richtig. Eratok, wenn du willst, fahr nach Leipzig. Ich nehme dich mit dem Auto mit, wenn du willst. Und raus. Ja. Du, das fährst dann auch schon wieder mit der Villa. Sehr cool, sehr cool. Was ich jetzt mal kurz probieren würde, warte mal. Wir können das ja hier gleich mal machen. Guck mal, ich kann das ja abschlagen hier. Ob wir den Kaktus auf zwei stapeln können, bevor wir das vergessen. Ne, geht nicht. Schade. Nee, leider nicht. Aber Versuch Schade. war's wert. So. Aber wir Zack. wissen, dass wir Kakteen in Blumentöpfe machen können, richtig? Das wusste ich vorher Teppichstücken nicht. können. Genau. Krass. Dann. Und der Eratok sagt, ich bringe eine Panzerfaust mit, dann gibt es kein Chaos mehr. Jawohl. Er hat doch live erlebt. Ja, So. richtig. Und ich würde sagen, wir schauen uns dann die Kuppel mal von außen an, oder? Ja, würde ich sagen. Hast du denn deine Schuhe wieder angezogen? Ach, die habe ich vergessen. Ich kann barfuß gehen, ich bin eh nackt. Aus der Schuhe hatte ich Na an. gut. Die kann ich lassen kommen. Gehen wir mal rausgucken. Ich würde irgendwie ganz langsam, aber was ist? Jo. Und dann hier herunter. Aber sehr, sehr geil, was du alles hier in die Kuppel so gebaut hast. Ist echt Dann können sehr wir ja schön jetzt geworden. eigentlich den normalen Gang mal zurückgehen, Ja. wo wir vorhin durch sind. Da können wir den Eratok nochmal zeigen und wer noch dazu gestoßen ist. Ja. Und dann kannst du gleich mal die Raute besteigen und dann kann man von da aus gleich, glaube ich, gleich die Kuppel sehen. Okay, alles klar. Und für die Leute, die auch vieles verpasst haben, jetzt schaut. Ab diesem Samstag kommen die Folgen dann regelmäßig am Samstag um 12 Uhr auf meinem YouTube-Kanal. Da könnt ihr einmal nachschauen. Wenn ihr das nochmal anschauen wollt, da werden die Folgen hochgeladen oder im Nachhinein auf Twitch wird das auch archiviert, wie ihr wollt. Und Genau. der Mojo sagt, ja, kostet dann 80 Euro pro Person. Ja, Mojo, nein, Mojo, nein, Verpflegung so ist es nicht. kriegen, Frühstück, Mittag, Abendbrot und alles drum und dran. Und die Eintrittskarten für die Gamescom bezahlst und dies und das und Und Fahrkarten ein paar und alles. Frauen. Und ein paar Frauen besorgst. Dann sind wir dabei. Machen wir das. So, ja, hier waren wir ja schon. Gehen wir mal durch, erklären, brauchen wir nichts Großartiges mehr. Wie ihr Ja, seht, doch, sieht alles. der Jaya war hier sehr, sehr kreativ, hat sich hier ausgelebt, hat sich überlegt, dass der Sehr Gang viel halt nicht so eintönig Freizeit. wird. Wenn jemand Besuch kommt, könnt ihr euch hier an die Wand eintragen, wie ich es schon getan habe. Hier habe ich mich verewigt. Genau. Jawohl. Und hier könnt ihr euch auch eintragen, könnt mit dem Jaya zusammen zocken und er wird in Zukunft auch hier noch streamen. Richtig. Welches ist offiziell freigegeben?
Stream. Genau, Jetzt vorher Besuch, wolltest du noch jetzt nicht noch irgendwas. streamen, weil du noch die Besuchsfolge machen wolltest, oder die Besuchsfolgen. Richtig, genau. Das wäre dann ein sehr großer Spoiler geworden. Und wir speichern. Richtig, richtig. Eratox, der Mojo sagt das mal, nein. Was, du willst keine Frauen? Komm, ein paar Frauen. Und Eratox sagt, machen dann einfach eine Heist, haben dann mehr als genug. Ja, vorher machen wir eine Heist, damit wir Mojo bezahlen können. Und das Einzige, was mir ein wenig fehlt, JR, ist ein wenig Licht unter der Kuppel. Ansonsten mega. Echt super gebaut, JR, sagt auch der Eratox. Ich würde sagen, ja, die Problematik mit dem Licht ist normal, wenn du Minecraft spielst, siehst du alles komplett. Die Was du hättest Problematik machen ist, wenn es können? clean ist, ja? Was du hättest machen können, vielleicht wäre so vielleicht in der Kuppel mal so einzeln ein paar Löcher lassen, sodass es nachher immer aussieht wie ein Sternenhimmel an Tag. Aber ob Die es dann gut. Problematik ist, wenn ich in der Kuppel ein Loch lasse, ist sofort der komplette Innenraum hell. Ich Krass. weiß nicht, das ist irgendein Problem. Wenn ich ein Loch lasse, ist die Kuppel hell. Ja. So, ich würde sagen, wir schlafen einmal. Ja, wir schlafen einmal. Eratok fragt, wie Ja, hast du bitte. das mit dem Ha Gay hingekriegt? Das habe ich einfach nur bei YouTube abgespielt gerade. So. Ich hatte mir überlegt, Dave hat es ja bestimmt gesehen, innerhalb der Kuppel haben wir so kleine Ornamente drinne, dass ich die mit Glowstone auskleide. Die Problematik ist aber, wenn ich mich hochbaue, sehe ich die Felder nicht mehr, wo ich die reinsetzen muss. Ja, die Kuppel ist schon ziemlich Naja. riesig und das. Aber wenn ihr mich besuchen kommt, können wir das ja zusammen in Angriff nehmen. Ich bin ja für Ideen, Einfälle, alles offen. Von daher, alles Richtig. da. Können wir machen. Hier seht ihr nochmal den Eingang So. zur Kuppel, wo der Tunnel durchgeht, wo man direkt in die Kuppel reinkommt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal an Unglaublich eine riesig. Seite nach oben hier. Alles klar. Und wir schlafen bald ein beim Laufen. Und wie immer schön im Schneebiom. Ein kleines Jump'n'Run hier, nicht zu schwer. Eigentlich ziemlich easy. Aber ich werde wahrscheinlich runterfallen, so wie ich mich kenne. Ja, ich auch gleich. Vor allem wird man immer so ein bisschen zur Seite gedrückt hier. So, zack. Das ist der riesige Eingang. Genau. Wie man sieht, sieht bloß aus wie eine Treppe von hier. Ja. Alter, wenn du hier runterfällst, bist du tot. Ja, genau, das bist du. 100%. Ich hab's geschafft, ohne zu sterben. Ich auch. Alles Ja. cool noch. Ich bleibe auch lieber im Schleichenmodus. Ja. So, und Oh, jetzt ich würde dich gerne abspielen. hauen, aber mach ich nicht. Nee. Alles klar. So. Wird nicht funktionieren, Spieler vertrauen das an. Schade. Okay, alles klar. Wir gucken mal. Meine Damen und Herren, machen Sie sich bereit für die Kuppel. Alter, allein schon aus der Ferne. Da waren wir eben drin, da haben wir uns alles angeguckt. Dieser halbe Ball, diese Kuppel. Da waren wir drin, da haben wir uns alles angeschaut. Richtig. Krass, 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 krass. Von hier außen sieht man auch noch mal, was ich meinte mit die Ornamente innerhalb der Kuppel. Das wird man sicherlich erkennen. Genau, richtig. Gehen wir doch einmal mal ein Aber Stück D dichter, oder? immerhin, richtig. Alles klar, machen wir uns mal. Ja, fällt ein. Jo. Und zu sterben. Der Mojo sagt, eine Brust. Eine Brustkuppel. Ja, Mojo, hol dir eine PlayStation 4 und dann kannst du da oben eine Warze draufbauen. Richtig, genau. Oh, ein Hündchen, aber nicht deiner. Krass. Falls ihr euch wundert, warum hier noch so Türme stehen mit ein paar Fackeln, da habe ich mir markiert, wo Monster-Spawner sind. Dass ich da irgendwann einmal ein paar Mobfallen baue. XP-Farm oder Fallen, genau richtig. So, jetzt haben wir ein paar Kommentare, lese mal vor. Da fehlt noch der Nibbel, sagt der Spargel 79. Ja, Spargel. Auch du bist gerne eingeladen, kannst du gerne reinkommen, den Nippel bauen. Dann sagt der Eratok, fragt der Eratok, Wahnsinn, alles im Survival gespielt? Jo, Eratok, alles im Survival hat der Jaya das gespielt. Und die Kuppel besteht aus welchen Steinen, Jaya? Das sind gebrannte Steine, die ich dann umgewandelt habe in Ziegel. Genau, In also er Nägel. musste
nicht nur Cobblestone abgebaut und direkt wieder auf die Kuppel aufgeschichtet, sondern erst Cobblestone abgebaut, die alle gebrannt und dann nochmal umgewandelt, umgecraftet in Steinziegel. Also